Guten Morgen, liebe Fotofreunde. Ich bin heute wieder am Ammersee am Start, will den Sonnenaufgang heute fotografieren mit einem ganz besonderen Motiv, und zwar mit einem hölzernen Sprungturm. Den in Szene zu setzen ist gar nicht so einfach, und ich nähere mich diesem Motiv jetzt erstmal aus der Ferne und habe aus diesem Grund hier meine Kamera mal aufgebaut mit dem 70 bis 180. Und auf wie viel Millimeter bin ich denn? So auf 70, oder? Ja, genau auf 70 mm. Ich korrigiere jetzt hier nochmal die Blende. Bin jetzt hier auf Blende 6,3. Belichte 10 Sekunden. Jetzt ungefähr in dieser Sekunde, sage ich mal, weil es ändert sich ja natürlich mit dem Sonnenaufgang immens schnell, das ganze Licht. Aber hinten habe ich ein bisschen rötliche Wolken. Das wird gut. Und nach diesem Bild will ich trotzdem mal versuchen, ganz nah ranzugehen und mit dem Weitwinkel diesen Sprungturm aufzunehmen. Und das ist wirklich die größte Challenge. Weil mit dem Weitwinkel wird er bestimmt zusammenfallen. Und außerdem ist auch so eine Hütte links daneben, die, ich weiß nicht, ob sie störend ist oder gut ist, das sehen wir gleich. Jetzt mache ich erstmal das erste Bild. Hier nehme ich jetzt wirklich mal den Touch-Auto-Fokus zur Hilfe. Habe jetzt keinen Bock, manuell zu fokussieren. Das klappt doch so ganz gut. Und dann schauen wir mal, welches Bild am besten wirkt. Das ist so interessant, ich weiß es nämlich nicht genau. So, ich habe es jetzt so gemacht, ich habe die Hütte und das Dach auch links leicht angeschnitten. Und der Turm sieht eigentlich super aus, muss ich sagen. Ich mache das Bild jetzt vielleicht nochmal im Hochkantformat und dann nähere ich mich dem Turm mit dem Weitwinkel. Wenn ich das Bild jetzt hier im Hochkantformat mache, achte ich jetzt hier darauf, auch den Schatten von dem Turm schön mit dem Bild zu haben. Also wenn ich den abschneiden würde, wäre es nicht ganz so vorteilhaft. Ich mache das Bild jetzt auch nochmal auf 10 Sekunden. Anfokussiert ist der Turm. So habe ich jetzt zwar keine roten Wolken da hinten, aber es ist trotzdem, glaube ich, ein sehr stylisches Bild. Boom! Geil! Das ist Kunst. Das gefällt mir. Das ist echt gut. Schauen wir es nochmal an. Schön. Das nächste Objektiv habe ich draufgeschraubt, das 16-35. Stehe ich mal direkt vor dem Sprungturm und ja, analysiere mal das Bild. Wenn ich das Bild jetzt hier, wo bin ich, auf 16 mm ungefähr machen würde, hätte ich jetzt hier super viel von diesem Steg zum Turm mit drauf. Tote Fläche in meinen Augen. Deswegen, genau, gehe ich jetzt einfach mal ein bisschen näher ran und finde hier mal irgendeine andere schöne Bildkomposition. Das Haus möchte ich hier unbedingt mit einbinden, unbedingt. Und komischerweise hat hier der Steg ab da vorne eine andere Farbe. Eine angenehmere Farbe tatsächlich. Hier haben wir ein Fenster, das will ich unbedingt mit drauf kriegen. Also, schwierige Kiste. Die Kamera macht gerade das Bild auch wieder auf 10 Sekunden Belichtungszeit. Jetzt ist mir Folgendes aufgefallen. Dieser Steg, der steht schief, beziehungsweise der Turm, der steht irgendwie schief. Also entweder achte ich drauf, dass hier mein Untergrund gerade ist, dass der Horizont gerade gelevelt ist und der Turm fällt ab, oder der Turm steht gerade und der Horizont ist schief. Also keine einfache Geschichte. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass es so schwer ist. Wir gehen mal ran und schauen uns mal kurz das Bild an. Ja, und ganz oft mache ich so, dass ich erstmal die sicheren Shots einfange, wie jetzt mit der Langlinse. Da bin ich mir echt sicher, dass es funktioniert hat. Von hier könnte es auch ganz gut geklappt haben. Aber am Ende spiele ich mich von so einer Session immer noch mal zu 20% und probiere was Neues. Und so habe ich jetzt auch mal mein 14 mm drauf und möchte mal schauen, wenn ich von unten nach oben mit dem 14 mm fotografiere. Vielleicht mache ich es auch aus der Hand. Das wird schon gehen. Mal gucken, wie sehr es den Turm verzerrt. Da habe ich einfach jetzt mal Bock drauf. Allein wenn ich jetzt hier drauf schaue, sind diese Pfähle, die hier stehen, die fallen mir komplett zusammen. Egal ob Hochkant oder Querformat. Dafür kriegst du halt alles drauf. Also ein sehr spezielles Objektiv. Da muss man so aufpassen mit geraden Kanten, mit dem Objektiv. Also für die Landschaft ist das schon ziemlich gut. Aber hier jetzt, und boah, ich gehe wahrscheinlich echt mal ganz nah ran und knie mich mal hin und probiere es dann mal aus, ob das irgendwie wirkt, ohne die Fehler hier.
Ich krieg die Dachrinne hier drauf mit dem 14er. Ist ja echt krass. Man kriegt einfach zu viel drauf. Aber das hier ist jetzt wirklich nur ein Experiment, Leute. Auf der langen Linse hat es mir eindeutig am besten gefallen, kann ich jetzt echt schon sagen. Die Sonne geht auf und ich gebe auch noch nicht auf. Und zwar will ich jetzt mit dem Filter mal was machen. Ich habe meinen ND-Filter vorne reingespannt, den 1.8er, also den 64er. Turm ist anfokussiert. Ich schalte wieder um in den manuellen Fokus. So, dann drehen wir nochmal schön die Blende zu. Sagen wir mal auf 8. Ich belichte mal 10 Sekunden. Kloster Andeck spitzt da hinten hervor, aber das ist jetzt auf 16 mm nicht zu erkennen, nur mit freiem Auge. Und jetzt habe ich doch die Hoffnung mit dem blauen Himmel, dass es doch ein etwas schöneres Bild wird. Man muss sich eben bewusst sein, dieser Turm wird dunkel auf dem Bild erscheinen, weil er einfach aus dunklem Holz gebaut ist. Er wird von der Sonne von hinten angestrahlt. Ist eine dunkle Nummer, aber der Wolkenhimmel gefällt mir einfach ziemlich gut, deswegen mache ich das Bild jetzt hier nochmal. Also die Schwierigkeit ist auch tatsächlich, dass hier alles uneben ist, weil ich mag es immer total, wenn alles gerade ausgerichtet ist. Das ist hier am Turm echt schwer. Aber so ist es doch ein vernünftiges Bild. Man hat die Hütte, den Turm und echt wunderschönen Wolkenhimmel da hinten. Der nächste Spot wird jetzt der Steg in Riederau sein. Da war ich letztens schon mal bei Mittagssonne, bei Mittagszeit. Mal schauen, wie er früher morgen kommt, der Steg. Da bin ich mal gespannt. Bleibt dabei, Leute. So, liebe Leute, ich wollte jetzt hier eigentlich diesen schönen Steg hier fotografieren. Mit dem halb abgebauten Steg da vor mir steht hier dieses Boot da. Die Holzpfähle stehen schon hier. Die werden jetzt die nächsten Tage reingesetzt. So, jetzt bin ich mal hier einfach mal auf das Boot drauf und werde eben diese Holzpfähle jetzt leider ohne die Führungslinien von dem Boot hier aus fotografieren. Das Boot ist hier angeleint. Ich bin mal gespannt, ob ich da eine Langzeitbelichtung von 2-3 Sekunden hinkriege. Hängt jetzt davon ab, ob sich das Boot bewegt oder nicht. Das Wasser ist ja schon ziemlich glatt. Ich probiere es jetzt einfach mal. Das hier, oh, so, das hier sind die Pfähle meiner Begierde. Und ich gehe die Sache jetzt mal an mit einem ND-Filter. Und zwar wieder mit dem schwachen, mit dem 64er, weil ich hier nicht allzu lang belichten will, weil ich ja hier auf dem bewegten Boot stehe. Gefühlt bewegt sich es überhaupt nicht gerade. Vielleicht kann ich es mal auf 3 Sekunden rausziehen. Was ich jetzt auch noch gemacht habe, ich habe meinen Verlaufsfilter reingeschraubt, weil die Sonne, die ballert hier schon ordentlich drauf. Hier schaue ich jetzt im Prinzip, dass die Kamera wirklich horizontal gut ausgerichtet ist. Fokussiert habe ich natürlich hier auf die Mitte dieser Holzpfähle. Und ich werde es mal jetzt auf 2 Sekunden probieren, das Bild zu machen. So circa auf einer 14er Blende. Ich blende mir hierfür auch nochmal das Histogramm ein. Das zeigt es mit minus 0,3 auch sehr linksabfällig an. Ist aber, denke ich, immer noch okay. Und so probieren wir mal das Bild auf 2,5 Sekunden. Die schauen sehr scharf aus. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. So, was fällt mir jetzt bei dem Bild auch direkt auf? Die Pfähle beißen sich so ein bisschen mit dem Horizont. Besser wäre es eigentlich, wenn die Kamera viel höher steht, dass die mehr im Wasser sind. Ich weiß nicht, ob ich hier die Kamera höher bauen kann. Das wird auch schwierig. Wenn ich niedriger gehe, würde ich sie aus dem Wasser rausheben. Vielleicht mache ich das jetzt zuerst, weil das jetzt einfacher ist, das Ganze jetzt aus einer niedrigen Position abzufotografieren. Dann schauen wir mal, was hier mit den Pfählen passiert. Also ihr seht, ich spiele auch immer und probiere rum,
bis ich hier eine Einstellung gefunden habe. Könnte besser sein. Sehen wir gleich. Neu fokussieren brauche ich hier in dem Fall nicht. Ich bin jetzt einfach nur niedriger von der Schärfentiefe her und von der Schärfenebene ändert sich ja nichts. So mache ich das Bild genau so nochmal. Schiebe hier vielleicht nur den Verlaufsfilter noch ein kleines bisschen nach unten. Ich weiß, den Horizont mittig zu haben ist nicht immer eine gute Idee. Aber in dem Fall ist es eine. 2,5 Sekunden auf einer 10er Blende. Und so wie es aussieht, Leute, ist das Boot wirklich ruhig genug, dass man hier diese 2-3 Sekunden belichten kann. Das gefällt mir gut und das Bild hat auch was. Es schaut stylisch aus. Und dann habe ich ja doch wieder ein ganz gutes Bild. Bam! Ey, das gefällt mir. Das ist gut geworden. Schaut für mich schon wieder richtig geil aus. Echt gut. Es ist nicht überbelichtet. Bam, Foto. Jetzt freut's mich. Hey, wisst ihr, was ich jetzt gerade noch entdeckt? Hier unten. Hier unten sind so zwei Löcher. Das muss ich auch mal kurz zeigen. Da könnte ich mir jetzt auch vorstellen, die Kamera unten hinzustellen und durch das Loch einfach mal durch zu fotografieren. In Richtung Pfähle. Wäre jetzt auch mal was Kreatives, mal was anderes. So ein Foto schieße ich jetzt natürlich aus der Hüfte. Ja, ich mein Guckloch. Das ist witzig. Horizont gerade. Feuer frei. Die eigentliche Challenge ist hier die Kamera wirklich gerade zu halten und hier alle Pfähle mit drauf zu kriegen. Witzige Aktion, ne? So Leute, jetzt habe ich noch zum Abschluss ein richtiges Schmankerl für euch. Ich bin immer noch in der Ammersee-Gegend an einem wirklich sehr geheimen Spot. Hier ist ein ganz kleiner Teich, ein Tümpel zu sehen. Aber hier gibt es einmal einen Steg und hier dieses super Vordergrundgebilde, diese Grasbüschel. Die kommen wie gerufen. Bin 10 Minuten zu spät da, weil die Sonne nicht mehr direkt drauf ist. Aber ich nutze jetzt einfach die Zeit, gehe jetzt ganz kurz hier hin, binde die noch in den Vordergrund mit ein und mache das Bild alles ohne Filter auf 16 oder 20 mm. Das muss ich jetzt hier schnell aus der Hand machen. Ich suche mir hier vielleicht entweder den Büschel aus oder hier wirklich auch die Lücke. Gehe da ran. Ich hoffe, dass das hier safe ist. Ja, ist safe. Okay, wenn ich jetzt so weit unten bin, sehe ich gerade, dass sich der Steg 0,0 abhebt von dem See, von dem zugefrorenen. Gut, dann eben aus der Perspektive. Boah, Leute, ist das ein schöner Anblick. Boom! Geil, Himmel überbelichtet. Nochmal. Mache ich die Belichtungszeit mal zu, auf 1/50 ungefähr. So, ich fokussiere die Mitte des Steges an. Boom! Jetzt schaue ich, dass ich den einen Baum da vorne auch noch mit drauf kriege, diesen buschigen Baum. Und 3, 2, 1, bam! Geiles Bild. Das war jetzt echt Bild in letzter Sekunde. Jetzt gehe ich noch mal ganz schnell vor auf den Steg und mache da auch noch mal ein Bild. Ey, das sieht so geil hier aus. Bin das erste Mal da, total hyped schon wieder. Haha, ist das cool. Muss mich beeilen. Ich muss mich jetzt wirklich beeilen, weil die Sonne ist wirklich in 2-3 Minuten weg. Bild mache ich auch wieder vom Stativ aus. Weiß jetzt nicht genau, wie hoch ich stelle. Aber der See muss sich einfach von der Oberfläche abheben, deswegen nicht ganz bodennah. Schnell die Kamera drauf. Festgeknallt.
So, dann lasst uns mal zusammen reinschauen, was mir anstellen kann. Deckel ab. Wuhu! Geil, 35 mm gut, 16 mm ist besser. Wow! Jetzt mache ich es eigentlich wie folgt. Erstmal schön die Kamera ausrichten. Ich stehe genau in der Mitte des Steges. Die Kamera ist absolut präzise im Horizont gelevelt. Boah, der Himmel schaut auch so gut aus gerade. Vielleicht packe ich gleich nochmal einen Verlaufsfilter rein, dass die Wolken noch ein bisschen schöner kommen. Mache eine Auslöseverzögerung rein, weil ich jetzt so dermaßen aufgeregt bin schon wieder. Aber es ist einfach schön hier. Ich setze den Fokus auf die Mitte des Steges und habe das letzte Sonnenlicht. Boah, ist das schön. Boah, ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das hier im Frühjahr aussieht, wenn hier alles grün noch außenrum ist. Bestimmt der Hammer. So, den ND-Filter vorn vom See. Ups, der kann raus. Den braucht kein Mensch hier. Ich habe eh eine geschlossene Eisdecke. Aber den Verlaufsfilter, den werde ich gleich reinschrauben. Jetzt kommt der Verlauf vorne drauf. Damit der Himmel einfach noch ein kleines bisschen blauer ist. Oh, fast schon zu viel Verlauf. Naja, muss ich ein bisschen höher gehen. Leute, ihr glaubt es ja gar nicht. Sieht das traumhaft aus. Das ist ja wie im Urlaub hier. Schaut her, ich mache das Bild jetzt auf einer 9er Blende. Habe vorne auf den Steg fokussiert und ein 25stel. Oh, ist das schön. Ist das schön. Bäm. Alter, sieht das geil aus. Oh, das war jetzt so ein schönes Erlebnis. Oh, ich freue mich gerade. Aber wisst ihr was, der Steg verdient echt nochmal mit dem 14er fotografiert zu werden. Jetzt mache ich mal die Kamera aus zur Sicherheit, ist immer besser. So, hier geht ein ganz schöner Wind, jetzt muss ich schnell sein, sonst kriege ich wieder Dreck auf den Sensor. Aber das war relativ fix. Schauen wir uns die Sache auf dem 14er an. Das hat nochmal eine viel geilere Bildwirkung, da bin ich mir sicher. Weil der Steg einfach wuchtiger und länger noch daherkommt. Und der ist ja eigentlich echt mini. Der ist mini, wirklich. Aber ich mache ihn groß. Ich mache ihn monstermäßig groß. Da kommt jetzt auch nochmal hier der Verlaufsfilter rein. Die Sonne ist noch ein paar Sekunden da. Hier, praktische Jacke. Da passen 150 mm Filter sehr, sehr gut rein. Die habe ich mal verlinkt, die Jacke für euch. Falls ihr echt was braucht für kalte Tage, ist auf jeden Fall eine gute Anschaffung. So, lass mal sehen, Freunde, wie das aussieht. Gut sieht's aus. Gut sieht's aus. 14 mm. Ich fokussiere den Steg wieder an. Vorn die Spitze. Bäh. Da sieht man wirklich die Bildwirkung, wie mächtig der jetzt aussieht. Die Sonne wandert jetzt immer Richtung Bäume. Das heißt, der Schatten geht immer weiter nach vorne.
Jetzt macht es auch keinen Sinn mehr, hier weiter zu fotografieren, weil wenn der Steg im Schatten ist, dann sieht es nicht mehr gut aus. Ich habe es gerade so hingekriegt. Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Das war jetzt mein persönliches Highlight am heutigen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video und vergesst nicht, das Video zu liken, zu teilen oder auch zu kommentieren. Bye, bye, euer Sigi vom Ammersee.